Und wir sind jetzt halt so eine Art Held, der hier versucht, die Welt zu retten. Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt und für mich der zweite Anlauf von diesem Projekt. Warum werde ich sofort erklären? Und zwar Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls, beziehungsweise auch die Grundversion. Geplant ist, es zu Let's Playen, bis wir einmal das gesamte Story-technische Ding durchhaben. Sobald das der Fall ist, wird es zu einem Let's Chaos und ich werde immer mal wieder ein bisschen Progress von dem Charakter zeigen, das erste Paragon-Level, was damit auf sich hat und. So, warum das Ganze der zweite Anlauf ist, eigentlich wäre das hier unser Let's Play-Charakter gewesen, der gute Crushnut. Jedoch hatte ich vehemente Probleme mit meinem Soundtreiber im Zusammenhang mit DxTory. Und zwar hatte DxTory, warum auch immer, eingestellt, dass meine Boxen, mein Mikrofon und Co. alles auf 48 kHz laufen, ist es, glaube ich. Lief aber nur mit 44,1. Deswegen wurde alles asynchron, je länger die Folge wurde. Heißt, wenn ich es hinten synchron gemacht habe, war es vorne wieder asynchron. Bei Diablo 3 dachte ich mir, ist jetzt nicht so schlimm, du hast nur eine Stunde 45 Let's Played. Heißt, das kannst du wieder alles rückgängig machen. Schlimmer wird es dann bei Fable, da muss ich mal gucken, was da noch zu retten ist. Weil die waren schon echt sehr asynchron. Hatte ich teilweise, ich stand hier, hab das Schießen gehört, bin da hingelaufen und mein Schuft hat angefangen zu schießen. Also es war wirklich so und so 2-3 Sekunden Asynchronität drin und man bemerkt es euch ab 0,2 Sekunden, dass es asynchron ist. Es war schon nicht so cool. Aber warum ich mich jetzt trotzdem mit dem Charakter eingeloggt habe, ist einfach nur, um die Krone hier reinzulegen, weil der Charakter wird jetzt auch gelöscht. Würde ich gerade mal sagen. Und wir fangen dann ganz gemächlich von vorne an. Warum hat er die nicht mit kaputt gemacht? Moment, da ist noch ein Gürtel. Warum hat er den Gürtel auch nicht mit kaputt gemacht? Heißt, wir machen uns auch wieder einen Barbaren. Deswegen lösche ich den hier auch. Weil ich will nur einen haben. Wird auch ein saisonaler Charakter. Was es damit auf sich hat, werden wir auch gleich noch sehen. So. Jetzt haben wir den nackten Barbs. Spiel verlassen. Ich weiß, hätte ich vorher alles vorbereiten können, ist ja aber irrelevant. So, Helden wechseln. Dann möchte ich den hier erstmal löschen. Im Augenblick spiele ich sonst den die ganze Zeit, den Alotta Pagina. Beim restlichen muss ich mal gucken, was da weg kann. Also, wir wollen einen neuen Barbaren männlich. Denn männlich sieht einfach so brachial aus. Da sieht man am besten die Rüstung und alles was. Es soll ein saisonaler Held werden. Saisonaler Hardcore-Held? Nee. Saisonaler. Also. Hardcore ist, wenn der Charakter stirbt, ist er tot. Es ist ziemlich blöd, weil den kann man den Charakter nicht mehr spielen. Saisonal ist, man fängt bei 0 an. Also sobald eine neue Season startet, ist es wie so ein komplett neuer Server eigentlich. Man fängt mit 0 Gold an. Die ganzen Händler und Co. sind nicht ausgebildet. Der Schmied, Jove und die Verzauberer sind nicht ausgebildet. Man hat keine Rezepte, man hat kein Gold, man hat nichts. Fängt wirklich bei 0 an. Jedoch teilen sich alle saisonalen Helden das Inventar und. Heißt, wenn man einen saisonalen Helden hat, der den Schmied auf Stufe 5 hat, hat der saisonale Held das auch. Deswegen wird unser Schmied und Co. gleich alle schon auf maximal Level sein, weil Alotta Pagina hat das schon halt hochgelevelt. Ist aber nicht so schlimm. So, Heldennamen eingeben. Wir benutzen jetzt nicht wieder Crushnut. Wir benutzen. Ich habe hier gerade von einem Markendiscount namens Netto Werbung. Vielleicht finden wir da irgendwas. Ach Gott, das muss sein. Streichzart. Ein neuer Anfang. Durch die Teilnahme an einer Season können Sie sich exklusive Belohnungen sichern. Saisonale Helden starten bei 0 und können nur mit anderen saisonalen Helden zusammenspielen. Genau. Wenn ihr mit mir zusammenspielen wollt, braucht ihr auch einen saisonalen Helden. Sie können keine nicht-saisonalen Gegenstände aus ihren Beutetruhen verwenden. Darüber hinaus starten sie mit 0 Gold und müssen alle Handwerker neu ausbilden. Das habe ich, wie gesagt, schon alles mit Alotta Pagina gemacht. So, wir stellen hier noch kurz was um. Es wird ein privates Spiel. Kampagne, wir fangen mal ganz am Anfang an. Fangen aber auf schwer an. Weil sonst ist das ziemlich leicht.
Und warum nicht online, liegt einfach daran, dass andere Leute hier ziemlich durchrushen, die Bücher nicht mitnehmen und. Das möchte ich beim ersten Mal hier mit euch durchspielen, Dieser aber Ort machen. stinkt nach Tod. Der gefallene Stern ist in der Nähe. Ich gehe gerade noch mal ein bisschen an meinem Audio rum, damit das nicht so laut ist, aber ich auch was höre. So, zur Information, ich steuere gerade alles mit der Maus. Linke Maustaste ist ein Standardangriff. Ich suche nach dem gefallenen Stern. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Die Uhr... Es kommen immer mehr! So, mit Rechtsklick haben wir gerade eine neue Fähigkeit bekommen. Die macht halt mehr Schaden, verbraucht aber unseren Zorn oder unsere Wut ist es. Wut kriegen wir mit einem normalen Angriff wieder rein. Lachen öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Und das ist halt so das Prinzip von Diablo. Also man steuert mit der Maus. Und ihr seht, er folgt meinem Mauszeiger, wenn ich einen Linksklick mache. Später kriegen wir hier noch auf 1, 2, 3, 4 Fähigkeiten zu. Erstellen können wir noch nichts, außer Truhe brauchen wir auch noch nichts. Die können wir uns auch später alle nehmen. Und so ein paar Gegenstände, die ich gesammelt habe, wenn man mal guckt, macht jetzt 130.000 mehr Schaden. Also 130.000%. Wobei von 3,47 ist das jetzt nicht so viel. Und da ist leer. Seid ihr leer? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Ja, das... Für die Wirtschaft ist das der Tod. Wenn in deinem Gasthaus einfach mal Leute abgeschlachtet werden, ja, ich glaube, es kommt nicht gut. Bringt mir alle Schätze für die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde sie zurück in ihre Gräber schicken. Ich werde eure Stadt retten. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Genau. Was noch recht wichtig ist... ist, dass wir einen Helm mit einem Edelsteinplatz bekommen. Es gibt hier Edelsteine, die hier. Und je nachdem, wo er reingesockelt wird, gibt es verschiedene Boni von den jeweiligen Edelsteinen. Also es gibt einen Unterschied zwischen allgemeiner Rüstung, Kopf und Waffe. Es ist ja auch immer erläutert, kann ein Gegenstein mit Sockeln eingefügt werden, ist ja klar. Waffe macht 160 mehr Schaden, ist ja nicht schlecht. Aber ein Kopfschutz erhöht das den Erfahrungsbonus um 33%. Das ist ziemlich geil und sonst halt 62 Jacke ist auch nicht schlecht. Und der kommt bei uns in eine Waffe. Kritischer Trefferschaden um 110% erhöht. Und ziemlich cool. Aber dazu später. Erst mal gucken wir beim Händler vorbei, ob der vielleicht was hat, was sie brauchen. Ja, einige Sachen, aber droppen halt auch. Deswegen möchte ich mir davon gerade nichts holen. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Eure Krieger werden gerecht werden. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Genau. Jetzt wurde uns erklärt, was wir hier eigentlich tun sollen. Also zur Hintergrundgeschichte mal. Ihr könnt euch gerne auch den Diablo 3 Trailer vor angucken. Es geht auch darum, dass vom Himmel... Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ein Stern gefallen ist auf eine Kathedrale drauf. Und seitdem kommen hier halt Untote und wir wollen jetzt erkunden, was das für ein Stern gewesen ist. Was das überhaupt war. Werden wir auch herausfinden. So viel spoilere ich euch mal. Weil ihr euch das wahrscheinlich schon gedacht habt. Und wir sind jetzt halt so eine Art Held, der hier versucht,
die Welt zu retten. Die kriegen gerade ziemlich aufs Maul. Hat auch einen ganz einfachen Grund. Den kann ich euch erst zeigen, wenn wir so ein Item gefunden haben. Wird schon, wird schon. So. Mondrieger Keller. Genau, da ist das erste Interessante, und zwar der leuchtende Mob. Der da oben. Dahingeschiedene Handwerker. Ja, und der kann jetzt nichts Besonderes. Aber er leuchtet halt normalerweise. Also es sind immer Elite-Gegner, die leuchten, die haben mehr Leben, machen mehr Schaden. Manchmal kriegen die dann aber auch irgendwelche Zusatzattribute, wie die können einfach eisen oder die können irgendwie explodieren, haben Mörser-Eigenschaften und. Es gibt ja noch so Special-Mobs, die dann auch besondere Beute droppen. Und so, was wir jetzt bekommen haben, ist ein Brustschutz, der ziemlich kacke ist, weil er nur mehr Erfahrung macht. Ich habe gehofft, da ist was Besseres drauf. Die roten Kugeln heilen dann immer, die auf dem Boden liegen. Was ich suche, ist gerade nur noch was anderes. Keiner will mir was erzählen. Ich bin jetzt in Hamburg. Also ich wohne ja jetzt in Hamburg. Ich bin nicht in Hamburg zu Besuch, sondern ich wohne da und arbeite da. Und ich war jetzt gestern mit meiner Freundin einkaufen. Und zwar sieht das hier alles noch recht, also in der Wohnung, recht baustellenmäßig aus schon fast. Also sieht noch ein bisschen nach Umzug aus. Weil es jetzt zum Beispiel noch kein Sofa da ist. Kommt jetzt erst nächste oder übernächste Woche und obwohl ich schon seit Ende Januar hier wohne. Dauert halt ein bisschen, das Sofa hatte, weil es eine Bestellung ist, 4 bis 6 Wochen Lieferzeit, weil es, ich wollte das nicht mit dem Stoff, den wir da hatten, haben, sonst hätte ich sofort mit dem können. Ich brauche also mit Wut. Mikrofaserstoff wollte ich das haben. Und auf jeden Fall, wenn wir gestern einkaufen haben, erstmal, Gott, was haben wir jetzt gekauft? Vorhänge für unser Himmelbett, wir haben ein Bambushimmelbett. Bambusrollos für unser Schlafzimmer. Dann das andere gegeben. Vorhänge fürs Wohnzimmer. Jetzt müsste ich lügen. Na, Hustinette? Warum denn nicht? Was haben wir gestern denn noch gekauft? Ja, Vorhänge habe ich schon gesagt, sowohl beide. Haben wir grüne Vorhänge gestern auch gekauft? Okay. Grüne Vorhänge für Schlafzimmer haben wir auch noch gekauft. Ja, das habe ich auch schon erzählt. Und eklige Müllermilch. Die war ziemlich eklig. Die eine habe ich noch nicht probiert. Gerüchte über Folter und noch Schlimmeres werden von Tag zu Tag mehr. Was ist mit Tristram und seinem König geschehen? Ich dachte einmal, dass Leoric ein großer Mann sei. Aber wie es scheint, habe ich mich getäuscht. Wir alle haben uns getäuscht. Er lässt unsere dürftige Armee im Morgengrauen gegen die Westmark marschieren. Was soll aus uns werden? So, jetzt haben wir eine Stun-Fähigkeit bekommen. Ach ja, zu Müllermilch. Die Müllermilch gibt es im Augenblick, ich schätze mal, zu 50 Shades of Grey gibt es da eine Aktion. Und zwar, ob man den Geschmack erkennen kann von der Müllermilch. Und davon haben wir gestern 2 Stück gekauft. Wir haben noch eine dritte hier im Kühlschrank. Und die vierte soll irgendwie nach Kaffee schmecken. Meine Freundin hasst Banane. Und sie macht das auf und riecht dran und verzieht schon so ihr Gesicht. Riecht dran, ja, Banane. Machen das nächste auf. Sie riecht dran, verzieht das Gesicht. Ich riech dran, ja, verkammelte Banane. Es hat echt widerlich gerochen. Weil irgendwie, weiß nicht, ob es irgendwas mit Himbeer zu tun haben sollte. Also ich habe keine Ahnung, es war auf jeden Fall eklig. Nicht zu empfehlen. Weil ich Müllermilch allgemein nicht irgendwie naturecht finde. So, da haben wir das erste. Heilung plus 99,9%. Bringen jetzt 2 Leben pro Sekunde. So, wir haben jetzt 202 Leben. Wenn wir es jetzt anlegen. Blub, 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 blub. Heilen wir uns wieder hoch. Weil wir waren ja gerade die ganze Zeit irgendwie recht niedrig mit dem Leben. Dann sind wir Level abgekommen. Jetzt heilen wir uns selber hoch. Und so haben diese ganzen Sachen halt immer irgendwelche besonderen Attribute, außer die weißen Gegenstände. Die Aufgabe ist erfüllt. Diese unheiligen Kreaturen können nun ruhen. Von der Wertigkeit her gibt es weiße Gegenstände oder halt graue, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte.
Diablo selbst wandelte einst an diesem Ort.